Das ist das jüngste Opfer vom Lädeli-Sterben, das Zauberlädeli in Basel. Es war ein Begriff in der ganzen Region für Scherzartikel, Verkleidungen und Zaubereiartikel. Anfang April hat es bekannt gegeben, dass es schließt. Der Geschäftsführer hat den Interviewtermin mit «Schweiz aktuell» abgesagt, aber gegenüber Tele Basel gesagt, dass die Zahlen nicht stimmen und die Konkurrenz sei zu hart. Während der grossen Feste, also sicher jetzt Fasnacht, die gerade war, und Halloween, dass hier gerade jeder Grossverteiler auch noch Angebot hat, zum Teil sogar kleine Läden auch noch Angebot haben. Warenhäuser haben sie auch. Und dass die haben natürlich viel günstigere Preise als ich. Und dann kann ich es auch verstehen, dass man dann nicht noch extra will zu mir kommen. Ein weiteres Indiz fürs Lädeli-Sterben also. Das wäre die naheliegende Schlussfolgerung. Wer durch Basel bummelt, der bekommt genau diesen Eindruck. Man findet schnell ein halbes Dutzend Möglichkeiten, um Ladenfläche zu mieten, an sehr guter Lage. Das Umfeld sei weiterhin schwierig, auch wenn der Einkaufstourismus leicht zurückgeht, sagt Matthias Böhm. Er ist der Geschäftsführer von Pro Innerstadt, das ist die Vereinigung der Basler Läden. Es ist aber auch sicher so, dass Konzepte, die eine starke Zielgruppenorientierung haben und per se nicht richtige Mengen können umsetzen und dadurch auch nicht wahnsinnig viel Umsatz am Marsch können geben, dass die schwieriger werden haben. Von einem grundsätzlichen Lädeli-Sterben mag er trotzdem nicht reden. Viele Städte in Europa erleben so einen Wandel. In Basel sei der Wandel durch den Einkaufstourismus einfach schneller vorangegangen. Der Blick auf die Zahlen deutet darauf hin, dass sich Basel mit dem Wandel arrangiert hat. In den letzten 10 Jahren hat es weniger leerstehende Ladeflächen gegeben, aber in Basel gibt es deutlich mehr freie Ladefläche als zum Beispiel in Zürich, wo weiter weg ist von der Grenze. Fachleute sagen allerdings, die Zahlen seien mit Vorsicht zu geniessen, weil sie von Jahr zu Jahr stark schwanken. Was ist denn eine gute Überlebensstrategie für kleine Läden? Es geht darum, dass man eine Art wie ein zusätzliches Zuhause schafft. Oder? Nach dem Arbeitsplatz, nach dem eigenen Zuhause muss eben auch die Stadt wie ein drittes Zuhause sein. Und dann geht es um Aufenthaltsqualität, es geht um Wohlfühlen. Und da braucht es neben dem Produkt und neben dem Erlebnis eben vielleicht auch eine Möglichkeit, dass man sich verpflegen kann oder seine Zeitdauer eigentlich kann verlängern kann. Die Aufenthaltsdauer im Laden verlängern, das machen mehrere neue Geschäfte zu Basel, zum Beispiel, indem sie einen Kaffee integrieren. Auf diese Strategie setzt auch Adrian Samuel. Er hat Anfang Jahr das Fotihaus in der Freien Strasse übernommen, ein Geschäft, das seit 110 Jahren an dieser Adresse steht. Eine erste Idee, dass die Kunden bei ihm länger verweilen, ist ein Gerät, das schon 20 Jahre auf dem Buckel hat. Ein Scanner, um analoge Fotos einzuscannen. Analoge Fotografie ist gerade ein recht grosses Thema wieder geworden. Und ich würde schon sagen, dass es da, viele potenzielle Nutzer gibt dafür. Aber ich glaube, wenn man als einziges Geschäftsmodell hat, einfach die Scan-Dienstleistung anbieten, würde es sicher nie hinlangen. Darum räumt er den ersten Stock um. Dort sieht er Möglichkeiten für Anlässe, zum Beispiel Fotoworkshops. Daneben baut er die Präsenz im Web und auf Social Media aus oder den Handel mit Occasion-Kameras. Haben Sie eine Idee, wie Ihr Laden in 3 Jahren aussehen wird? Oder was er dann wird sein? Also, man wird auf jeden Fall noch da sein. Das fängt mal mit dem an. Ich denke schon, dass wir dann hier stehen mit einem gut aufgestellten Sortiment an Neuwaren, die wir hier im Laden mit Beratung, persönlicher Betreuung verkaufen. Nebendran aber auch über unsere Online-Kanäle auch Möglichkeiten haben, Umsätze können zu generieren. Wer will bestehen mit einem kleinen Laden wie der Adrian Samuel, der muss eine möglichst breite Kundschaft ansprechen. Der Umbruch ist voll im Gang.